Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir sind im abgebrannten Dorf, wo der Teufel auf uns wartet. Ja. Also nicht der Teufel, sondern ein Teufel. Nicht so schnell. Ja, wir probieren ja gerade aus, wie man hier vom Pferd aus kämpft. Ja, ich habe ja schon gesagt, du sollst mal so ein Kind niederstrecken vom Pferd aus. Aber das wolltest du nicht. Aber das wäre auch gemein. Da gibt es auch ein Quest davor. Ja, da gehen wir gleich hin. Wollte hier nur mal schauen, weil wir müssen ja noch mit einer Person reden. Langsam. Na, wo ist denn unser Questlog? Nebenquests? Sammeln wir sie alle? Ist es nicht da? Hexeraufträge. Guck mal, machen wir so mal Quest verfolgen. Odulan. Müssen wir finden. Und es stellt sich raus, wir sind total falsch. Nee? Oder? Doch. Da links ist er. Wo? Da? Ja. Ja, dann reiten wir mal schon. Sogar im Galopp. Und wir haben sogar so ein GPS, das uns anzeigt, wo wir lang reiten. Ja, das hatte ich jetzt mal aktiviert. Auch wenn ich mich dagegen sträuben möchte, ist es doch ganz schön praktisch. Ja gut, ich sag mal... Vor allem im Zuge des Let's Plays ist das natürlich. Guck mal, dann können wir sogar durch die... Das ist ja bei, zum Beispiel bei GTA 5, das ja in der Gegenwart spielt mit Autos und GPS-Systemen und so, ist das ja durchaus legitim. Ja, vor allem wenn man eine SMS bekommt, hier, geh da hin, hol die Drogen, dann kann man ja auch gleich die Adresse mitschicken. Richtig, und dann Standort anzeigen, wo es so die Drogen gibt. Dann Siri, führe mich zu den Drogen. Ich verstehe nicht, was du meinst. Nein, ich glaube, Siri ist so programmiert, dass sie bei illegalen Aktivitäten gleich nicht mitmacht. Sagt sie, nein, das wäre falsch. Also häufiges Speichern wegen den Abstürzen. Es gab jetzt noch einen Witcher-Patch. Witcher-Patch? Ja, von... Ja, also kein Nvidia-Treiber, die wir abgedatet haben, sondern... Ein Patch des Spiels. Ja. Da wurde die H-Dings, Nvidia H-Physik-Engine. Mehr. Das muss natürlich Priorität haben. Ja, wenn es jetzt nochmal abstürzt, dann bin ich enttäuscht. Bisher läuft es ganz stabil. Ja. Wir sind schon 2,5 Minuten dabei. Es waren nur so 20 Minuten, dann ist abgestürzt. Nicht, dass es irgendwie den Grafikspeicher vollmüllt und dann keinen Platz mehr ist und es deswegen abschmiert. Ich habe ja keine Ahnung, an was sowas liegt. Ich weiß nur, dass es früher andere Fehler gab. Ups. Die Tür war aufstoßen. Also. Ach guck mal. Ja, alle diese Bilder an der Wand. Ja, da das ist irgendwie so eine. Das scheint hier Brauch zu sein. Sei gegrüßt, guter Mann. Ich habe gelesen, dass ihr Probleme mit dem Brunnen habt. Ja, darin spukt es. Schon seit über 20 Jahren. 20? Warum hängt ihr dann jetzt erst eine Bekanntmachung aus? Weil wir unser Wasser bisher aus dem Fluss geholt haben. Aber seit der Schlacht treiben so viele Leichen darin, dass er verseucht ist. Meine Tochter Hanni ist furchtbar krank davon geworden. Sie behält nichts mehr bei sich und es geht ihr immer schlechter. Die Kräuterfrau meint, dass man Fieber durch Trinken bekämpft. Nicht von Bier oder Wein, sondern von klarem Wasser. Woher soll ich das nehmen, wenn nicht aus dem Brunnen? Aber daraus muss erst der Geist vertrieben werden. Der lässt keinen rankommen. Ein Geist im Brunnen. Ja. Seit 20 Jahren. Niemand kümmert sich drum. Wir machen das jetzt, nehme ich an. Natürlich. Dieser Geist, beschreibe ihn mir. Tja, er ist furchterregend. Schrecklich. Ich meinte, wie sieht er aus? Er sieht aus wie eine Frau. Direkt aus dem Grab. Mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen. Die Haut hängt von den Knochen und sie heult, als ob sie leiden würde. Eine Erscheinung oder vielleicht ein Alb. Wenn du sie nicht verjagst, Meister, wenn du nichts tust, bringt sie meine Tochter um. Ja, wir helfen natürlich. Naja. Gut, ich helfe. Wo ist dieser Brunnen? In Hüttel. Das ist ein Dorf auf den Höhenzügen. Jetzt ist es verlassen. Niemand traut sich hin, weil der Geist da ist. Bitte. Verscheuche ihn.
Husch, husch, du böser Geist. Na, ist das auch gar kein Teufel. Ja, wer denn sowas in die Welt gesetzt? Ist wahrscheinlich so eine Erscheinung, wie wir in Witcher 1 schon hatten in diesem Kornfeld. Ne? Naja, so eine Morgenerscheinung. Ja. Oder vielleicht auch ein Alp, wie Geralt anmerkt. Ein Alp. Hast du Ärger? Sind das nicht die, die nachts kommen und schlechte Träume verbreiten? Nein. Kommt daher nicht Albtraum? Keine Ahnung. Ich glaube nämlich schon. Ich weiß es aber nicht. Würde aber Sinn machen. Ja. Ne? Ja, aber das sind ja jetzt Mutmaße und darüber müssen wir nicht reden. Doch, mutmaß mal mit. Hat sich das Ziel auch gleich aktualisiert? Das hier, ja. Ja gut, wir verfolgen noch den gleichen Quest dann. Sollte das wohl auch so sein. Also gespeichert, weil die Kämpfe sind ja doch ganz schön schwierig. Der berüchtigte Brunnen. Keine Spur von einem Geist. Vielleicht zeigt er sich nur zu bestimmten Zeiten. Jetzt ist es doch wieder ein Teufel. Ja, wahrscheinlich gibt er sie als Geist auf. Also was haben wir denn hier? Das Gras um den Brunnen ist versenkt. Nicht, dass es doch noch ein Drache ist. Was ist denn das, ein großer Kreis auf dem Radar? Ich glaube, da müssen wir die Hinweise suchen, die wir... Also wir sollen ja mit Hilfe unserer Hexe, also sind ja Hinweise auf die Anwesenheit des Geistes, suchen. Und wahrscheinlich müssen wir die alle in diesem Umkreis hier suchen. Reines Silber. Ja, was die alles... Oh, ein Buch. Nehmen. Warum nimmst du eine zerbrochene Hake mit? Warum denn nicht? Ein Tagebuch könnte hilfreich sein. Können wir es lesen? Jennifer's Brief. Das ist der Auftrag nur. Er ist wahrscheinlich da im Säckchen, oder? Ah, ich weiß es nicht. Da stand doch gerade, du kannst irgendeinen Trank verwenden. Ja. Oh, das ist aber viel. Naja, das könnte ich vorlesen. Ja, dann lies. 27. März 1250. Es ist passiert. Volker hat am Gerichtshof in Visima Beschwerde über alle Missstände gegen den Lehnsherren eingereicht. Er hat all den Schaden angeführt, der uns zugefügt wurde. Wie der Herr Johann tötete, als der sein Haupt nicht schnell genug entblößt hatte. Wie er betrunken unsere Felder zertrampelte und von der Wiedergutmachung nichts wissen wollte. Wie er bei Peters Hochzeit hereinplatzte und das Recht der ersten Nacht verlangte. Nun bekommen wir endlich, worum wir Militäle in so vielen Gebeten angefleht haben. Der Richter hat unsere Kümmernisse anerkannt und unser aller Verpflichtungen dem Herrn gegenüber für los und ledig erklärt. Endlich können wir auf eigene Faust wirtschaften. Endlich können wir als freie Menschen leben. 12.04.1250. Der erste Tag unserer Freiheit. Hüttel ist kaum mehr als ein Dorf. Doch mir erscheint es wunderbarer als der herrlichste Palast. Volker hat uns unser Heim mit Haselzweigen ausgeräuchert, um das Böse auszutreiben, und ein Marder unter dem Eingang vergraben, damit keine Diebe über die Schwelle treten. Er hat mir auch ein Armband geschenkt, das hübscheste, das ich je sah. Mutter sagt, es sei töricht, so viel für Schmuck auszugeben, wenn wir keinen Flug und keine Hacken haben, und dass wir das Armband zum Kaufmann zurückbringen sollen. Nur über meine Leiche, ich werde es niemals ablegen. Immer wird es... mich an Volker erinnern und daran, wie glücklich wir an jedem Tag waren. 23.04.1250. Es heißt, der Herr kommt uns besuchen. Er will uns ein Angebot machen, damit wir ins Dorf zurückkehren. Angeblich ist er ruhiger und weniger aufbrausend geworden, seit sein Sohn tot ist. Nun, wir werden sehen. So oder so, ich denke nicht daran, diesen Ort wieder zu verlassen. Dann ist wahrscheinlich diese Frau jetzt diese Erscheinung. Oder der tote Sohn. Aber so richtig geholfen hat uns das nicht. Es hieß doch sein weiblicher Geist. Ja. Dann wird es wahrscheinlich nicht der Sohn sein. Ach, den Dörflern kann man eh nicht glauben. Meinst du, wir können nicht mal Männlein und Weiblein unterscheiden? Doch, ich glaube, das kann selbst der dümmste Dörfler. So, ja, keine Hinweise, nur Zeug.
Was die Leute hier alles zurücklassen. Ja, die können das nicht holen wegen dem Geist. Eine Puppe. Puppe. Suche mit Hilfe deiner Hexersinne Hinweise auf den auf die Anwesenheit des Geistes. So, bald wird es ja auch dunkel. So, wir gehen jetzt mal außen rum. Ja, nicht, dass es so eine Morgenerscheinung ist, ne? Und wir dann erst morgens den Geist antreffen. So, wir waren jetzt in allen Häusern. Da, oh, da ist was. Noch was. Also, wie konnten wir das denn übersehen? Das war da eben nicht da. Nee, ne? Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Es deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Vestariumseintrag. Ja, wir wissen ja, dass mittags... Wir kennen die ja schon. So, wie ruht man sich denn hier aus? Du meinst dieses Warten? Ja. Das weiß ich nicht. Gibt's das noch? Also, ich hoffe es mal ganz stark. Gespeichert hattest du? Ja. Weil der Quest nämlich für Stufe 2 war. Meditation. So, Mittagserscheinung, da haben wir sie. In besonderen heißen Sommertagen, wenn die Sonne hochsteht. Dann hoffen wir einfach mal, dass Sommer ist. Gut, das ist mehr so ein... Guck mal, da steht sogar was Wirksames im Kampf. Und sie sind schwierig zu besiegen. Sie erzeugen Abbilder von sich selbst, die dem Gegner Lebenskraft absaugen. Eieiei. Na gut, wir speichern ja dauernd. Ich würde das auf jeden Fall mal versuchen. Da war ja, Meditation eben. Ist da. Die Mittagserscheinung ja, ist an diesen Ort gebunden. Durch einen Gegenstand. Etwas, das sie braucht, bevor sie diese Welt verlässt. Ah, wahrscheinlich ihr Amulett. Ja, wir könnten sie natürlich auch einfach töten, ne? Also, was ist das? Was schwört da um uns rum? Oh, wir müssen jetzt... Ah. Blutspuren. Fast verblichen. Aber das Seil ist gerissen. Hier stimmt was nicht. Oh. Eine Leiche hängt am Ziehseil. Die Frau, der das Tagebuch gehört. Das muss sie sein. So, jetzt müssen wir ihr Amulett finden, was sie nicht zurückgeben wollte. Breites Becken, schmaler Kiefer, eine Frau. Rund 30, nach den Zähnen zu urteilen. Der linke Arm fehlt. Die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist dir der Arm deshalb abgefallen? Ich muss da runterspringen. Hoffentlich breche ich mir nicht die Beine. Hm. So, Hexer, hüpf. Ah gut, wir haben eine Minimap. Besser ist das. Der rote Pfeil da über dem Brunneneingang zeigt wahrscheinlich, dass wir da hochkommen, oder? So, hier kommen wir nicht hoch, oder? Ich weiß es nicht. Nee. Hier können wir an Land gehen. Das sagt uns ja echt alles. Ja, aber wenn der Arm doch abgefallen ist, dann liegt er doch unten. Ja, vielleicht hat ihn eine Ratte oder ein Waschbär mitgeschleppt. Ja, na ja gut, oder irgendein anderes. Oder wir tauchen hier jetzt einfach und finden. Kann man die Hexersinne einsetzen unter Wasser? Man kann die Hexersinne immer einsetzen. Guck mal, eine kleine Truhe. Alkoholrest. Ich trinke nichts, was ich in einer Truhe auf dem Boden finde. Siehst du? Mit Logik zum Ziel. Auftauchen.
Also, jetzt müssen wir den Arm da hinzufügen und verbrennen. Meinst du, den Arm braucht man auch noch? Gut, dass sie nicht mit leeren Händen gekommen ist. Ein Armband mit einer Inschrift. Für Claire von Volker. Das Armband muss der Frau im Brunnen gehört haben. Wunderschöne Handwerkskunst. Aber ich muss es mit der Leiche verbrennen, um die Mittagserscheinung zu vertreiben. Am besten in der Nähe des Brunnens. Dann brauchen wir den Arm scheinbar gar nicht. Ja. Aber willst du trotzdem mal gucken, ne? Ja, wir müssen jetzt wieder irgendwie hoch. Ja, stimmt, da können wir das Seil können wir nicht benutzen, ne? Ja. Richtig. Ja, da geht's doch bestimmt hoch. Oder auch nicht. Aber wir sollten dahin. Das ist hat schon alles eine Richtigkeit. Ja, natürlich. Und wie auch hier diese Nebenquest so inszeniert ist mit den Cutscenes. Und ja, steckt auf jeden Fall viel Herzblut und auch Können dahinter. Wobei mich alles andere auch so ein bisschen enttäuscht hätte. Gut, dass der Brunnen hier mit diesem See verbunden ist und man deswegen kein Wasser aus dem Brunnen holen kann. Ja, vielleicht wissen die Leute das ja nicht. Auf diesen Kampf vorbereiten. Muss Geisteröl herstellen. Tränke trinken. Was? Ich dachte, wir machen die einfach weg. Ach, wir probieren's. Oder? Hart Inventar. Warum solltest du speichern? Ja, also Alchemie. Ja, wir können, glaube ich, nichts brauen. Ach, Zutat fehlt. Ja. Was haben wir denn hier? Wir haben noch gar kein Schwalbe. Überall da. Doch, da. Ja, Schwalbe. Was fehlt denn da? Blümchen und ertrunkenen Hirn. Ja, die sind zu stark. Die können wir ohne Schwalbe nicht töten. Na, dann wollen wir mal schauen, was hier passiert. Na, oder wir machen es in der nächsten Folge, weil sonst stürzt hier bestimmt wieder ab. Das stimmt. Wir haben es geschafft ohne Absturz und wir melden uns in der nächsten Folge zurück und machen ein kleines Feuer. Bis dahin.